Was ging wohl in Konrad Schumann vor, bevor er sprang? Aus seiner fiktionalisierten Perspektive kann man nun die Szene miterleben, die historisch wurde. Wo sind eigentlich die gefährlichen westlichen Militaristen, Menschenhändler und Provokateure? Die da drüben sehen alle harmlos aus. 1961. Der DDR-Polizist Schumann soll mit seiner Einheit den Bau der Mauer sichern. Doch statt die Grenze zu bewachen, flieht er aus der DDR. Das Foto ging um die Welt. Dieser Moment, damals auch gefilmt von einem SFB-Kameramann, ist der Ausgangspunkt für die Virtual Reality-Installation. Wir haben ein zum Beispiel ikonisches Foto wie das des Sprungs. Und das ist so die historische Wahrheit. Aber für mich gibt es eben gar nicht diese eine historische Wahrheit, sondern für mich gibt es viele Perspektiven auf einen historischen Moment. Die Besucher können nicht nur in die Perspektive von Konrad Schumann schlüpfen, sondern auch in die des Fotografen Peter Leibing oder eines Westberliner Polizisten. Wenn ich wüsste, wer uns das hier eingerührt hat, ja? Ich stehe so weit von auf der Birke, sag ich dir. War wohl irgendein aufgebrachter Westberliner, der mächtig übertrieben hat. Nichts braut sich hier zusammen. Absolut nichts. Das ist wie beim Springderby. Da kenne ich mich aus. Die Schärfe immer aufs Hindernis stellen. Einen historischen Ort zum Leben erwecken, eine vergangene Situation unmittelbar erfahrbar machen, das kann Virtual Reality. Doch wie viel davon ist reines Spektakel und wie viel ein tatsächlicher Erkenntnisgewinn? Wie werden wir künftig mit diesem Medium, was offensichtlich auch eine große Sogwirkung haben, umgehen? Denn wir wollen ja auch historische Objekte zeigen oder fotografieren oder Filme. Und wir müssen gucken, wie diese verschiedenen Medien, diese verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung von Geschichte miteinander funktionieren. Es ist für das Deutsche Historische Museum die erste Virtual Reality Installation dieser Größenordnung. Ein teures, aufwendiges Projekt. Boris Haas-Chachotin hat mehrere Jahre daran gearbeitet. Umfassende Recherchen, Dreh vor Greenscreens, die dann mühsam am Computer gefüllt werden mussten. Wir haben ein Dreivierteljahr jetzt in der Postproduktion gesessen, weil das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn man bedenkt, dass man 14 Kameras hat, die man zusammenfügt zu einer 360-Grad-Sphäre. Klingt sehr kompliziert, ist es auch. Die Ecke Bernauer-Ruppiner Straße sieht heute ganz anders aus. Und Konrad Schumann? Er ist seit Jahren tot. Doch den Fall der Mauer 89 erlebte er noch mit. Erst danach, sagte er damals, habe er sich wirklich frei gefühlt.